Hallo zusammen, wir sind die Lernenden von der Medela. Wir zeigen euch heute einen kleinen Einblick in unseren Alltag. Kommt doch mit! Wenn du das KV bei der Medela machst, bist du im ersten halben Jahr an der Rezeption. Da bist du verantwortlich für Telefon, die Mails, die Post und die Kundenbetreuung. Grüezi! Zum einen haben wir unsere Mutter-Baby-Produkte, zum anderen haben wir hier unsere Spitalgeräte. Wie du siehst, Kundenbetreuung ist bei uns sehr wichtig. Der Kunde steht immer an erster Stelle. Bei uns hat man nicht nur administrative Tätigkeiten, wir arbeiten auch teils im Lager, wo man für Versand zuständig ist. Medela ist eine internationale Firma, darum sind Fremdsprachen sehr wichtig, vor allem das Englische. Der Hauptsitz ist hier in Bar, wo wir uns gerade befinden. Und by the way, wir sind sehr gut mit der ÖV erreichbar. Bei uns durchläuft man 6 verschiedene Abteilungen. Das heisst, man kann sehr viele Erfahrungen sammeln und sich auch mega viel Wissen aneignen. Dazu übernimmt Medela die Kosten der Schulbücher, sie übernimmt auch viele Kurse und man hat auch viele Verpflegungsmöglichkeiten in der Umgebung. Unsere Lernenden vom zweiten Lehrjahr dann jährlich unseren Lehrlingsausflug organisieren. Dazu haben wir mit allen Mitarbeitern von der Medela jährlich ein Sommerfest und ein Weihnachtsessen. Bei uns herrscht Du-Kultur, heisst, man kann sich vom Lehrling bis zum CEO duzen. Dazu lohnt es sich noch gut in der Schule sein, weil man einen Bonus bekommt zum Lohn. Bei der Medela haben wir ein sehr vielseitiges Ausbildungsangebot. Wir bilden nicht nur KV-Lernende ausbilden, sondern auch Elektroniker und Konstrukteure, so wie ich. Zu den Haupttätigkeiten des Konstrukteurs gehört das Erstellen von neuen Teilen, indem man 3D-Modelle und Zeichnungen erstellt und das Optimieren von bestehenden Baugruppen.